Manche sagen, Not lehrt beten. Das stimmt und das stimmt auch wieder nicht. Was daran stimmt ist, beten muss man üben, einüben, immer wieder neu, so dass es einem zu einem Bedürfnis wird und man wirklich sich im Gebet getragen fühlt. Ob Not beten lehrt? Ich denke, jedes Gefühl, was wir ausdrücken, hilft uns beim Beten. Wenn wir unsere Freude ausdrücken, unsere Dankbarkeit, unsere Angst, unsere Verzweiflung, egal was es ist. Unsere Gefühle, unsere Gedanken dürfen wir Gott anvertrauen. Und wenn wir es ihm sagen, dann lernen wir dabei das Beten. Fangen wir damit an. Wo beten wir? Manche gehen dazu in die Kirche, manche zünden sich eine Kerze an. Manche suchen sich zum Gebet einen Ort draußen. Vielleicht der Blick auf einen Baum oder der Blick in den Himmel. Manche setzen sich auf ihren Lieblingssessel oder haben einen bestimmten Stuhl. Es ist egal, wo sie sich hinsetzen oder stellen. Hauptsache, die Haltung des Gebetes passt zu ihnen. Sie können laut sprechen oder leise. Vielleicht tut ihnen Schweigen gut. Sie können schön formulierte Gebete sprechen oder singen. Sie können aber auch stottern und stammeln. Es ist egal. Gott versteht unser Seufzen. Er versteht unser Gebet, egal in welcher Form wir es ihm sagen. Ein paar Beispiele für Gebete, die mich berühren, blende ich Ihnen nun ein.